geht. Ich bin gerade hier mitten wieder am Aufnahme von Samo Max, weil das Spiel mir gerade so Spaß macht hier. Ah ja, so. Jetzt geh da rein. Evil. Kleines Grünchen. Warum können Aliens eigentlich nicht rot oder weiß oder pink sein? Ja, Foto mit reiner Segen. Sibylla. Sam, das ist perfekt. Dieses Foto ist die Krönung. Es fasst über 30 Jahre extraterrestrischer Beweisfotografien zusammen. Sibyl, dieses Foto ist ein Schabernack. Genau. Etwas Besseres hätte ich nicht verlangen können. Jetzt kann ich die Zeitung drucken. Bitte sehr. Sir Max, schockieren. Die Polizei jetzt mit der... Jetzt im Verkauf. Geil. Gut. Fotokopierer. Das scheint eine Art Vervielfältigungsapparat zu sein. Das ist ein Fotokopierer. Ich mache meine Zeitung damit. Interessant. Was haben wir jetzt davon, Sibyl? Hallo, Jungs. Wir kommen wieder. Achtet auf die Vor... Hä? Haben wir jetzt davon? Ah! Klar, die sind jetzt wahrscheinlich in diesem, Vor Boscos Laden. Lauf, 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 lauf. Max, komm mit. Sam, du bist langsam. Rennen. Ist dieses Spiel keine Rennfunktion? Lauf weiter. Idiot. Zu vermieten. Der Gold. Wir sind berühmt. Hurra! Können wir jetzt anfangen, uns schlecht zu benehmen? Damit anfangen? Weiter. Ich habe jetzt keine Ahnung, was uns das bringt. Ja, toll. Wo geht's hin, Sam? Ja, Fernsehstudio. Das Fernsehstudio. Au ja! Ich glaube, ich atme wieder rein, ne? Tut mir schrecklich leid. Max, Billy. Strudelig, nee. Max. Ich glaube, ich sehe mich mal nach hier, nach beidem. Wenn du ein paar Brötchen kriegst du mich, hier esse ich alle auch. Nur haha, Evil Mastermind. Regisseurin. Hi. Du hast diese Bühne erstaunlich schnell eingerichtet. Du hast sicher eine Armee von Schergen unter deinem Befehl. Nein, ich hatte mal eine Bühnenarbeiterin, aber sie ginge die Mara-Show. Dann ist das noch beeindruckender. Das Loch in den Boden zu sägen war noch am schwersten. Alter, die ist übermächtig, ja. Was kannst du mir über die Show sagen, die du hier drehst? Peinliche Idole? Die übliche Geschichte. Amateursänger mit eingebildeten Gesangstalenten performen vor der Kamera, die Juroren machen sie zur Sau und das Publikum hat sein krankes Vergnügen an dem Gemetzel. Jawohl. Kann ich ja Show singen? Kann ich mitmachen. Ich singe oft unter der Dusche und kaum einer beschwert sich. Klar doch. Wir suchen derzeit verzweifelt nach Teilnehmern. Wir hatten mehr, aber sie gingen zu Myra in die Show und wurden nie wieder gesehen. Ja, weil die aber gar nicht... verdächtig. Kann ich nochmal singen? Kann ich's nochmal mit dem Singen versuchen? Im letzten Versuch schienen meine besseren Qualitäten nicht so rauszukommen. Klar, warum nicht? Es ist ja nicht gerade so, dass wir hier von Kandidaten überrannt werden. Das scheint klar. Gott sei Dank. Erzähl mir... Es ist die... Kannst du mir einige Einsichten in die arkane Welt des Jurorentums geben? Es ist ganz einfach. Alle Juroren müssen sich auf einen Sieger einigen. Mehr ist nicht dran. Nach welchen willkürlichen Kriterien treffen sie ihre Entscheidungen? Das bleibt den einzelnen Juroren überlassen. Ich befrage den Geist von Hammurabi, den alten babylonischen Herrscher. Und dann wähle ich dich, Sam. Danke, Kleiner. Mhm. Welcher angeblich wertvolle Preis winkt dem glücklichen Sieger? Der Sieger bekommt den üblichen ausbeuterischen Schallplattenvertrag mit einem großen Label. Wenn man ausgebeutet wird, dann nur von den Besten. Das scheint klar. Gott sei Dank. Wie arbeitet es sich so mit den Limolausern? Eigentlich ganz normal. Sie stolzieren herum und stellen unvernünftige Forderungen. Aber dann geben sie doch klein bei, weil sie verzweifelt Arbeit suchen. Genau wie der Rest von uns. Ja, nett, ne? Dein trübes Gesicht ist merkwürdig erfrischend. Ich fühle mich total gut. Erzähl mir mehr über... Es ist die... Ja. Ich würde kann ich's nochmal mit der Qualität... Klar, warum...
Gut, das scheint klar. Dann das scheint klar. Gott. Haben wir jetzt gesungen, bis später. Nun, du bist sicher. Da hast du recht. Was ist mit dem Wasserbecken? Das ist Säure, Dumpfbacke. Noch nie die Show gesehen? Alter. Strolli. Viel Spaß bei deinen Bewertungen. Ganz ehrlich. Bis später. Aha. Kann ich jetzt irgendwie singen mal? Mikrofon. Mikrofon. Also. Meine Damen und Herren, hier ist unser nächster Kandidat, Sam. Sam. Hallo. Ich möchte ein Lied vortragen mit dem Titel Abgehalfterter Bluthund Blues. Yeah. Traurig heul den käsigen Mond ich an. Sie betrügt mich mit einem anderen Mann. Oh ja. Den harten Weg, den fuhr ich ohne Palast. Und nun zur Meinung unserer Jury. Geil. Bravo, dein zittriger Tenor ist wesentlich besser als das schrillige Quieke von Glubschi. Die Stilisierungen sind recht interessant, aber irgendwie fehlt mir ein wirklich hoher Ton. Glubschi kriegt immer noch meine Stimme. Ein wunderbarer Gesang und bezaubernde Texte. Aber Glubschi ist mein Bruder, daher muss ich wohl für ihn stimmen. Oh. Vergesst nicht, dass bei peinlichen Idole die Entscheidung der Juroren einstimmig sein muss. Wir melden uns gleich wieder mit weiteren spannenden Ereignissen. Und Schnitt! Du kannst übrigens gern noch einmal singen. Das könnte deine Chancen verbessern. Einst für Äpfel verwenden. Ach so. Darf ich mal einen Blick drauf werfen? Klar, greif zu! Ich hab's auswendig gelernt! Bin ich blau? Wer bist du? Kann ich fliegen? Sehr beeindruckend. Aha. Tschüss, Glubschi. Max kann mit. Bin ich blau? Nee, nein, 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 nicht an den Spielshow-Tür. Tut mir leid. Wer wird denn niemals Millionär? Mir kommt da so ein ganz evil Verdacht hier. Glubschis Text. Podium. Spielshow-Fragen, Kartenschnitt, Spielshow-Fragen. Danke. Hey, passt genau. Das klappt sogar. Ich möchte gerne nochmal spielen. Wir haben einen weiteren Kandidaten. Ja. Auf geht's. Gut, bist du bereit? Ja, klar. Die Frage lautet, bin ich blau? Nein. Nein, Rainer, du bist nicht blau. Oh weh, oh jemine. Tschakka. Das ist absolut richtig. Bang. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Millionär. Oh, mit der Million wissen wir, was wir tun können, nicht wahr? Wir sind reich! Unverschämt reich! Ich bin wir reich. Wir sind gerade bankrott gegangen und werden daher nach der Werbung nicht wieder zurückkommen. Huch. Ich kann's nicht glauben. Es ist mir so peinlich, aber wir haben keine Millionen bar. Was? Gütige Mutter aller Quizshows, Kandale. Aber, oh, das geht aber wir müssen euch die Million Dollar in Essensmarken geben. Was? Sie sind gleich da drüben. Moment, kann man mit Essensmarken tiefgefrorene Lakritzschnecken kaufen? Wir nehmen sie. Eins, zwei, Alter. Drei, Nacht. 174, 175, 999.999 und 1.000.000. Lass sie uns gleich ausgeben, Sam. Sie brennen mir noch ein Loch in die Tasche. Meine blähen sie ziemlich auf. Nee, warte mal, muss hier durch. Nee, es geht auch da durch. Ich habe jetzt 1.000.000 Essensmarken. Das ist aber das Thema Mix. Ich gehe nochmal zur Kochshow. Weil wenn die... Wir haben jetzt ja hier... Warte mal.
Ja, die steht schon wieder. Ich noch kurz ausprobieren will. Weil wir haben ja groß. Also wir haben jetzt. Game Show hat sich jetzt ja erledigt. Da. Hallöchen. Hi. Gut, hier können wir auch nicht mehr drehen. Ah, mein Handgelenk knackt. Topf. Moment. Topf. Willkommen zurück bei Kochen ohne Durchblick. Jegliche natürliche Zutaten gehen durch eine Leber dieser beiden Jungs hier ein. Danke. Was machen wir diesmal? Wir haben eine Käse rausgemacht, machen wir mal einen Kuchen. Heute backen wir einen Kuchen. Besuchen wir unser Zutatenregal und füllen den Aromakübel mit aromatischem Aroma. Ich bin ziemlich sicher, dass das... Max, überlassen wir das... Natürlich darf man die Dieses... Mit dem Schmalz nur nicht knausern. Das stimmt. Nimmt man alles Schmalz aus Schmalzlocke, bleibt nur noch Locke. Richtig. Gut gesagt, Max. Wir nehmen noch die Schwebbranchenbüffelchips. 1 bis 2 Handvoll Büffelchips? Man kann nie genug Büffelchips verwenden. Vergesst auf keinen Fall rote Farbe Nummer 2. Wenn nicht wenigstens eine geringe Wahrscheinlichkeit für bösartige Tumore besteht, dann ist es keine echte Junggesellenküche. Richtig. Und dann nehmen wir noch, Manche Dinge gehören einfach in eine Mahlzeit. Wie etwa Mönchsaffenpaste. Denn wie heißt es im Volksmund? Mit der Paste von Mönchsaffen wächst die Wampe jedes Pfaffen. Aha. Drucken wir die Dingo-Nieren. Ein paar getrocknete Dingo-Nieren zermahlen. Nur zu, Junggesellen, ihr habt sowas. Schaut doch mal unter den Sofakissen nach. Lecker. Und noch rosa Nerz. Rosa Nerzöl ist ein Muss. Nicht sagt, mein letztes Essen hatte ich in den 80ern. Besser als eine rosa Zutat. Richtig. Ja, gut. Wir haben noch das Ding, das wir vorhin gemacht haben. Nein, ich hab's gegessen, während du die Zutaten untersucht hast. Und jetzt wird es gebacken, Sam. Ganz genau, Kleiner. Ab in den Ofen damit. Und dank der Magie der Kochshow Zeitbeschleunigung, cool, ein riesiger leckerer Kuchen. Genau richtig für ein Festgelage allein, zu zweit oder mit Freunden. Mann, das nehmen wir aber mit. Der Kühlschrank ist ja gar kein Kühlschrank. Alles Schwindel. Ach, wirklich. Na gut. Haben wir einen Kuchen. Ich weiß jetzt nicht, wofür man das braucht, aber scheinbar ändert das nichts. Frage ist, wofür brauchen wir einen Kuchen oder so einen Käsetopf oder was das dritte Mal war. Na, hier im Blessing Idol Ding. Ach, klar. Ich hab vergessen, was es zu gewinnen gab, aber mit dem Stimmenmodulator-Viech werden wir ja definitiv gewinnen, ne? Machen wir schön die Hütte, auch wenn ich das ja nicht mache, sonst, müsst ihr dann zum Ohrenarzt, weil ihr ein neues Trommelfell braucht. Ja. Okay. Bosco. Ey du, wir haben jetzt 1 Million, ne? Hier, rück raus. Wäre das nicht Sam und Max? Wie kannst du denn hier drin fernsehen? Ich habe da Monitore, von denen ihr keine Ahnung habt. Will ich gar nicht wissen. Preisliste. Wir möchten was kaufen. Gern. Ja, kennen wir schon. Hast du den Stimmen? Wir kommen mit 1 Million amerikanischer Dollar im Besitz. Und jetzt her mit dem Stimmenmodulator. Richtig. Meiner Troy. Essensmarken. Ich schätze, ich muss sie wohl akzeptieren. Blöde Regierungsverschwörung. Ja. Ist doch Mist. Völliger Unsinn. Ja doch. Gib her. Hier, bitte, euer chemischer Stimmenmodulator. Chemisch? Das ist ein Heliumballon, der an einem Inhalator hängt. Aber er funktioniert. Vertraut mir nur. Ach du quietschige Eichhorn-Arie vom überdrehten Plattenspieler, es funktioniert. Danke, Bosco. Haben wir sonst noch was? Egal. Matschautomat. Würzsoßen. Kuchen.
Lol, funktioniert. Etwas Ketchup macht sich auf einem Kuchen immer gut. Das war jetzt eigentlich nur mal so ein stumpfer Gedanke. Ein halber Liter Ketchup pro Kuchen sollte reichen. Halber Liter. Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay. Ich weiß zwar nicht warum. Das war jetzt einfach nur so eine Idee. Aber, aha. What the fuck? Warum macht der Kuchen? Ich meine, gut, wahrscheinlich hätte er so oder so jetzt nicht geschmeckt. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt Verschwendung. Wo geht's hin, Sam? Ja, wo wohl? Fernsehstudio. Das Fernsehstudio. Oh ja! Ich wollte eigentlich noch Situation Comedy durchkriegen. Aber ich muss für diesen Part leider Schluss machen. Die Folge ist auch wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Summer Max Season 1 Episode 2 und ich sage jetzt nicht weiter. Tschüss.